Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für eine Kreuzworträtselrunde der Güteklasse A. Und A steht hier für ausgesprochen herkömmlich. Ja, und ich würde mal sagen, ich mach mal. Und dann schauen wir weiter. Japanischer Adelstitel, das ist doch nicht etwa schon wieder der Tenno gewesen. Ja, Bildzeichen, ist ein Icon. Flott ist flink oder so ähnlich. Verkehrsmittel ist kein Auto. Dann könnte das ein Bus oder ein irgendwas Boot. Boot könnte auch. Tatsächlich könnte es das Boot sein. Nee, ist es nicht. Oh, es ist ein Wasserverkehrsmittel, würde ich mal sagen. Putzen ist reini. Nee. Urkundsbeamter ist ein Notar. Ja, schauerlich ist gruselig. Nee, gruselig ohne E vielleicht? Wer weiß. Abkürzung E-Log ist die E-Log. Dann hat sich das ja sowieso schon mal erledigt. Jo, deutsche Hunderasse ist natürlich der Dackel. Nee, also hier nicht. Umgangssprachlich hoher Gewinn, Reibach. Jo. Dann haben wir hier Iota. Der Elo ist der Hund anscheinend. Okay, schauerlich. Weiß ich immer noch nicht. Gefiert. Gefüffelt. Schmerz ist auch, nee. Deutsch. Deutscher Strom. Och Mann, das wird nicht besser. Das wird nicht besser. Aber die Abkürzung für Nummer weiß ich. Verrückt ist irr. Irr. Schiffseroberung. Entern. Hoch. So. Prosa-Erzählungen. Ja. Kurznachricht ist erstmal eine Sms. Genau. Benannt nach dem Ton, den es macht, wenn ein Handy sowas empfängt. Nein, natürlich nicht. Ingredienz ist eine Zutat. Ja. Amerikanischer Kuckuck. Der Uhu. Was? Nein, keine Ahnung. Prosa Erzählungen sind Romane. So. Art ist auch Stil. Zeichen ist ein Symbol, aber hier nicht. ZNS ist das. Okay, Zeichen. Der Ani ist das. Aha. Okay, jo. Natürlich. Drahtseil. Keine Ahnung. Aber erstmal können wir die Ösen eintragen. Abkürzung Ost-Süd-Ost. Oh Gott. Das ist ja dann anscheinend Oso. So, amerikanischer Revolver ist ein Colt. Flott ist schick. Die meinen das Wort für flott. Aha. Verkehrsmittel, wo wir vor ein paar Tagen mal beim Blockheizkraftwerk waren. Oh, war wohl nix. Ich wüsste auch nicht, wie man daraus ein Verkehrsmittel machen sollte. Okay, Rocco? Nee, das definitiv nicht. Aber wir haben hier die Bahn, genau. Das ist der Poncho. Ja, jetzt haben wir es auch. Aufwischen? Ich bin mir noch nicht sicher. Gefiert. Na, das hilft mir auch noch nicht. Schauerlich. Spukerisch. Nein. Gucken wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Die Hausfront ist die. Ja. Genau. Machen wir erstmal ein Ara. Der Diebstahl ist der Raub. Ulken. Erstmal Vorsilbe unter. Sub. Besitz ist die Habe. Ja. Albern. Na, da haben wir es doch.
die Nase betreffend, ist nasal. Zum Beispiel. Nicht mitgerechnet, ohne. So. Okay, damit sind wir da unten schon mal ziemlich weit gekommen. Hausfront. Passage? Nee. Nee. Nee, das ist doch keine Passage. Gut so. Fassade. Die Fassase. Die Fassase. Ja, natürlich. So, der deutsche Strom ist dann wohl der Rhein. So. W ist das? Ach so, abwischen. Dann ist das das. Dann meinen die bestimmt makaber. Natürlich. Carré, natürlich, war geviert, ein geviert oder so. Ja, dann haben wir hier noch Grenada. Mas Grenada. Da, 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 da. Nein, so ging das Lied nicht. Ja. Was ist denn das nochmal? Stab? Nee. Stahl? Nee. Stark. Der Stark. Okay. Dann ist das wohl Zeichen? Ist kein Segel. Ist kein... Ist ein Siegel ohne E. Okay, ja klar, natürlich, wusste ich. Oh. Nee, eigentlich müsste das doch... also ich kenne Siegel mit IE, aber wenn es auch so geschrieben werden darf, dann nehme ich das hin. Dann schreibe ich das jetzt so und wenn mir jemand sagt, das ist falsch, dann sage ich, das hat das Kreuzworträtsel mir beigebracht. Ja, ja, ganz genau so ist das. Nee, also könnte sogar sein, dass es die Schreibweise gibt. So, erbärmlich. Oh, das ist ja ein super Wort für mich. Nein, nein. Okay, Backwerk. Ja, ja. Okay. Erbärmlich. Was könnte denn das sein? Partiell wüsste ich auch ein Wort, aber da bin ich mir nicht sicher. Lächerlich wäre erbärmlich auch so zum Beispiel. Aber ein Dossier. Könnte natürlich wieder das sein. Ja, ja, glaube ich ja. Ja, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dann habe ich schon mal ein bisschen was von den Buchstaben. Gleichgewicht. Yep. Okay, den zweiten habe ich auch. Dann kann der erste hier nicht stimmen. Ackergerät ist das. Okay, Okay, ja, ja, ich krieg langsam ein Gefühl dafür, was da rauskommt. Lernender ist, jemand. So, das ist das. Ja, genau, genau. Also, die ersten drei Buchstaben habe ich auf jeden Fall schon. Den siebten müsste ich jetzt auch haben. Dann mache ich mir erstmal den achten. Schwer wie. Genau, okay, ja. Dann fehlen mir nur noch drei Buchstaben: die 4, die 5 und die 6. Freundin von Simba ist ja easy. Was haben wir als nächstes? Englisch öffentlich ist auch easy. Okay, dann könnte das hier jetzt. Kurzhalsgiraffe, weiß ich nicht. Joachim. Okay, okay. Ja, erst als ich den Buchstaben noch nicht hatte, dachte ich erst, da kommt das Wort Schaufel raus, aber in Wirklichkeit ist es das Wort Schaukel. So, denn wir haben hier nämlich den Joachim Gauck. Dann Englisch bitten is back. Dann haben wir hier schwer wie Blei. Und damit haben wir K-E-L am Ende. Und den Rest, den gebe ich euch auch noch. Ist ja... So, was haben wir? Was wäre das denn hier nochmal gewesen? Das Backwerk wäre der Keks. Genau. Hier kommt ein I hin, denn das ist ein Tipp. So viel kann ich euch verraten. Ach, lausig ist das Wort. Ah.
Nicht zu verwechseln mit der Lausitz. Die beiden Sachen haben gar nichts miteinander zu tun. Gleichgewicht ist die Balance. Genau, und da hier S und C stehen, wird hier ja wahrscheinlich was mit S, mit H reinkommen. Und das ist auch so. Die 3 ist ein H. So, Freundin von Simba ist die Nala. Und dann brauchen wir nur noch ein U hier drin. Das ist Public. Und bam, wir haben's. Einfältig. Könnte dumm sein, aber ich bin mir da nicht sicher. Austauschmotor, ATM. Echt jetzt? Wow. Sackgewebe. Ich weiß, ich mache mich unbeliebt, wenn ich Haut sage. Entschuldigung. Tut mir leid, der musste sein. Gibt ja nur eine ESC-Gewinnerin, zumindest aus Deutschland. Naja. Nein, es gab mal eine, aber die ist schon älter. Und die wird nicht mit 4 Buchstaben geschrieben. Etikett ist ein Label. Ja, Verzögerungslaut. Charlie, Sheen, Disney, Wassernixe, Ariel, so, Wirtschaftsverband, schade, hätte ja klappen können, könnte das auch der DAX, nee, das ist nur der deutsche Aktienindex, da sind zwar irgendwelche Wirtschaftsvereine mit dabei, aber machen wir das erstmal so. Die Säule ist auch der sogenannte Obelisk. So. One ist, huch, das hier. Und dann ist das hier das Okapi. IHK, natürlich, das war der Wirtschaftsverband. Die Internationale Handelskammer oder so. Lateinisch wir. Nos? Das wäre jetzt witzig. Oh, tatsächlich. Gut, da hat sich das Spanische ja sehr viel davon abgeguckt, nämlich alles. Oder fast so ein bisschen so. Partiell ist teils, das hatte ich mir schon gedacht. Dann ist das hier die Egge natürlich gewesen. Umgangssprachlich Diamant. Später. Eine Obstart. Ja, vielleicht gleich. Natriumcarbonat, okay, NaKa vielleicht? Nee. Machen wir erstmal hier Natriumcarbonat, vielleicht Soda. Soda ist das bestimmt, oder? Nee, ist doch nicht Carbonat, oder? Machen wir erstmal hier ISBN. Soda könnte also noch reinpassen. Dann wäre das hier vielleicht die Orange. Und ist es auch. Ja, dann ist das wohl Soda. Was haben wir hier? Lahn-Dill-Kreis. Oh Gott. DIL natürlich. Ein. Wer sagt denn bitte ein Brilli zum. Keine Ahnung. Ich würde ja bei Brilli eher an sowas denken, dass man sich, was weiß ich, Diamanten vor die Augen hält. Das ist für mich ein Brilli. So, Witz ist ein Gag. Plötzlich ist abrupt. Sackgewebe ist nicht Haut. Definitiv nicht. Da wäre das U an dritter Stelle und nicht an zweiter. Einfällig wird dann wohl. Moment. Was ist denn das Sitzbad? Halluzinogenes LSD. Dann haben wir hier das. Und Meeresbusen ist eine Bucht. Dump ist dann hier gemeint. Nee. Doch nicht. Entschuldigung, Tump. So ist es. Dann haben wir hier ein Bidet. Okay, dann ist das Sackgewebe nämlich die Jute. Die Jute, was würde der Berliner jetzt sagen? Na, einfach nur die Jute. Na, welche Jute? Egal. Feger ist ein Besen. Ein flotter Feger ist ein, Moment. Wie war das? Wo war flott? Wo war schnell? Flott ist schick. Ein flotter Besen ist ein schicker Feger. Oder flotter Feger ist ein schicker Besen? Wer weiß. Filter ist ein Sieb. Und damit sind wir auch schon wieder vorbei. 14 Minuten und noch nicht mal 15 voll. Das ist gut, würde ich sagen.
läuft. Und tatsächlich, ja, ich glaube, so viel besser wird es auch gar nicht mehr. Also ich sag ja, bis Folge 100 mache ich definitiv noch. Das muss sein. Einfach weil, sonst ist es kein richtiges Commitment. Aber ich würde sagen, 365 Folgen zum Beispiel, also ein ganzes Jahr das am Stück zu machen, dafür ist mir Kreuzworträtseln dann doch ein bisschen zu... Also dann müsste ich schon jeden Tag ein richtig interessantes haben. Ich meine, hier sind jetzt diesmal auch interessante Wörter dabei gewesen. Tatsächlich, ja. Definitiv auch Sachen, die nicht so häufig kamen. Keks kam natürlich häufiger. Aber Obelisk ist... Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Obelisk schon mal hatte. Und wenn ich das schon mal hatte, dann kann ich mich eben nicht mehr daran erinnern. Boah. Ja. Aber trotzdem, also... Ich weiß, erstmal machen wir die 100 und dann nur noch, wenn ich interessante finde. Und bis zur 100 sind es ja noch einige Folgen, also gibt es noch einiges zu sehen. Oder ich finde einen Weg, das Ganze interessanter zu gestalten. Schauen wir mal. Und damit würde ich dann auch mal mein Gelaber hier beenden. Würde euch sagen, ihr wart mal wieder ein wundervolles Publikum und ja, kann ich noch irgendwas Ego-Verstärkendes mit auf den Weg geben? Ja, also keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so ein Freund von solchen Sprüchen wie denk doch immer daran, du warst einer von mindestens 6 Millionen, die darum gekämpft haben, geboren zu werden. Man hat sicherlich noch Besseres in seinem Leben geschafft. Man hat bis heute durchgehalten. Das ist, glaube ich, auch, das ist noch mehr wert. Ja, und damit möchte ich sagen, ihr seid toll, bleibt so, wie ihr toll seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!